Hey ho und damit herzlich willkommen zurück hier bei Ni no Kuni 2 mit mir, dem Scherbenklang. Ja, da sind wir hier wieder in Minneapolis. Es geht auch gleich wie zuletzt erzählt weiter dann heute. Und zwar haben wir hier noch zwei Aufträge, wie ihr sehen könnt, hier auf der Karte mit diesem kleinen Ausrufezeichen. Mittlerweile haben wir auch ganz schön viele Missionen hier. Die helleren Punkte sind ja auch überall hier auf der Karte Orte oder Personen halt, denen wir irgendwie helfen sollen. Da haben wir allein bei den Waffenteilen zwei Leute, rechts stehen nochmal zwei Leute und unten auch nochmal auf dem Hauptplatz. Mal gucken, ob wir das auch mal alles immer irgendwie abgearbeitet bekommen hier. Aber der Oven will ja auch gleich noch was. Den haben wir ja dann noch zuletzt dort in Macbaum aus einem Zimmer befreit, wo er sich eingeschlossen hatte. Mal gucken, was er denn jetzt hier dann möchte. Yes. Ah, so eine Präsentation eines neuartigen Roboters an Macbaum geben. Okay. Ach, wir wurden eingeladen. Aber wir sollen auch beim Mobilitätstest des Roboters mithelfen. Hm? Okay. Die Lache heißt nichts Gutes. Der Bote sagt aber, dass der Roboter eines Tages die Welt retten würde oder so. Okay. Hm. Sprich, in den Acetat-Fällen mit dem Mechbaumer Soldaten. Achso, da müssen wir dann wahrscheinlich einmal irgendwie kämpfen. Okay. Und hier will der Finn noch was von uns, ne? Hey! Evan, ich habe noch mal ein kleines Problem. Hallo? Worum geht's denn? Was ist denn? Ah, er wird gern kochen lernen. Gosh. Ja, wie kommt's? Yep. Er geht öfter mit Schnortina auf die Jagd. Er würde gern ein paar einfache Rezepte lernen, die man auch unterwegs im Wald kochen kann. Oh, und Schnortina ist gerade nicht eine Heldin im Kochtopf. Alles, was sie anfasst, ist am Ende entweder schwarz oder noch rot, außen schwarz und innen rot. Oh je, oh je. Das klingt ja deprimierend. Mhm. Ist es auch Schnortina, sagt zwar immer, der Großvater hat das schon so gemacht, aber richtig überzeugend sieht das nicht aus. Ja, ich glaube. Das könnte so sein. Hilfe, lacht doch nicht so gruselig. Ein paar einfache und gute Gerichte. Ja, wie können wir dir gerne helfen? Wir sollen eine Fischsuppe à la Quastenfloss für ihn besorgen. Ja, das scheint eine recht einfache Suppe zu sein, weil er meint ja auch, das sind ein paar einfache Zutaten, einfache Suppe. Mm. Ja, die können wir einfach in Quastenfloss ja kaufen. Das ist ja nicht so schwer. Dann haben wir hier diese kleinen Missionen ja hier schon erlangt. Wo ich gerne nochmal hingehen wollen würde, weil wir haben ja ein Kochbuch gefunden, ne? Das habe ich ja ganz vergessen hier. Müssen wir ja einmal zu den Janton, so hieß er, ne? Ja, genau, wir haben ein neues Kochbuch gefunden. Mal gucken, was können wir denn da jetzt alles herstellen? Was können wir denn jetzt hier kochen? Krapfen, das haben wir ja schon alles. Wo der Haken hinter ist, das hat er dann ja schon gelernt. Eierkuchen und Cappuccino. Cappuccino wird ein bisschen schwierig hier. Wir haben nicht so viel Edelmilch. Dann stelle ich da mal nur einen her. Wir hatten auch irgendwo noch so einen Gnuffi gefunden, ja, beziehungsweise einen Obelisken, der Milch wollte, das Edelste in der Milch oder so. Ich denke mal, das ist diese Edelmilch. Stapel Eierkuchen. Ah, lecker. Also Pfannkuchen eigentlich genannt, ne? Seidenpfirsich. Aber auch nur einen einzigen von. Jetzt ist auch schon Level 5. Ja, umso cooler. Macflakes. Dann haben wir das alles. Take your time. See ya. Ja, wir haben alles soweit. Danke dir. Dann gehe ich jetzt mal kurz zum Penny. In dem Sinne. Come to do some shopping, eh? Darf ich von Penny eigentlich Geld verlangen, dass ich ständig deren Namen erwähne? So, was haben wir denn hier alles? Irgendwelche neuen Sachen? Ein Schillertang. Großer Seetang, ideal für Fischbrühe, auch bekannt als Meerjungfrauenschal. Okay. Interessant. Milch, Butter, Eier.
Ja, mittlerweile hat die hier richtig Auswahl, ne? Und das ist auch alles zum Teil ja Zutaten, die wir für irgendwelche Dinge brauchen. Aber ich glaube, ich würde diesmal hier erstmal nur nichts weiteres kaufen, weil mir geht langsam das Geld leer. Wir haben ja hier nur 13.000 Gulden, das ist ja nicht gerade viel. Da warte ich erstmal wieder und dann würde ich, glaube ich, gezielt nochmal kaufen. Letztes Mal hatten wir eher so einen Grundstock uns ja hier zusammengestellt. Bussholz, Harz. Blaues Harz stinkt an Luft extrem. Ja, das glaube ich wohl. Ich weiß zwar nicht, wie vergammeltes Harz stinkt, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt schön ist. Ja, wir sollten auch noch irgendwie irgendeine Feder für so ein Gluffy suchen und alles, ne? Als irgendwie ein giftiger Fisch oder so war da jetzt auch nicht bei, ne? Brauchen wir ja auch noch. Ein wenig verwirrt. Gut, dann haben wir das jetzt alles erstmal erlangt. Da würde ich die Königskasse nochmal leeren. Aha. Das Materiallager ebenfalls. Dann kann es jetzt hier auch heute weitergehen. Oder noch was mit den Talenten? Nö. Dann geht's ab nach draußen hier. Ab ins Luftschiff. Woo. So, was machen wir denn heute? Kann ich da eigentlich hochfliegen? Ich sehe da immer diese große Plattform da hinten. Ich bin ja nicht neugierig, ne? Aber kann ich da irgendwie hoch? Geht das? Ne, der Ort ist unerreichbar scheinbar. Okay. Dann fliegen wir halt woanders hin. Ja, hier ist doch überall noch irgendwelche Kisten und alles mögliche, was wir auch eigentlich nochmal abholen müssten, ne? Da gibt es echt ganz, ganz viele Orte. Hier ist auch noch diese Solitärinsel. Da waren wir ja noch gar nicht. Da gibt es keinen Landweg hin. Großer Drache hier. Kann ich sehen, wie stark der ist? Leider nicht. Ja, werden wir noch herausfinden. So, was haben wir denn hier noch so? Da ist auch noch ein Monster, habe ich hier gefunden. Okay. Also der Vollmondkrater, der Bilberberg. Ach guck mal, da gibt es auch einen Weg zu Fuß hier durch zum Bilberberg. Das ist eine große Spalte, wo man durchlaufen kann. Da ist ja noch diese Fernwehinsel. Was ja alles ist, ne? Richtig viele kleine Orte hier. Dann würde ich jetzt aber erstmal hier diesen komischen Roboter hier nochmal kaputt machen wollen. Genau, der Logistikroboter, ne? Wo ist denn der? Voll Speed? Wusch! Fliegen wir hier über den großen Wald. Und wo ist denn dieser Roboter hin abgehauen? Das gibt's ja gar nicht. Achso, das ist auch nur dieser Roboter. Ja, stimmt. Das war dieser kleine Logistikroboter, der irgendwo hier plötzlich nicht nach Hause gekommen ist in dem Sinne. Aber hey, wir haben ihn gefunden. Das scheint ja zu stehen. Der ist ja putzig. Oh. Hallo da, du da. Hilfe, Hilfe. Blub, blub. Die Lieferung ist in Gefahr. Blub, blub. Meine Liefereinheiten wurden von Banditen umzingelt und sind vom Weg abgekommen. Unser Zeitplan ist völlig durcheinander gekommen. Blub, blub. So werden wir es nie nach Backbaum schaffen. Blub. Könntest du uns vielleicht begleiten und uns vor den Banditen beschützen? Blub, blub. Okay, der ist also überfallen worden. Wir sollen ihn jetzt verteidigen, das machen wir. Vielen Dank, mach dich bereit. Blub, blub. Auf sie mit Gebrüll hier. Was ist das für eine Mission? Ist sie sehr schwer oder... Top Level 17. Weiß ich gerade gar nicht, wie stark sind denn meine Truppen? Truppenvergleich. 5000, 3600. Die werden nachher bestimmt noch mehr werden. Vorbereitungen. Aufstellung, da möchte ich gerne einmal hin. Level 17 haben wir hier ein paar. Wir hätten hier noch die Geheimpolizei mit diesen... Diesen Bögen hier, mit dem Schild meine ich. Was ist das hier? Himmlischer Schutz.
Aber was sind denn das für Einheiten? Das sind keine Pistolen, es scheinen so spezielle Lanzeneinheiten zu sein. Oder Magier sind das bestimmt. Das sind bestimmt Magier. Warte mal, ich entferne mal alle. Ich muss das gerade ein bisschen anders sortieren hier für mich. Ich hätte auf jeden Fall da immer gerne so Nahkämpfer. Vielleicht hier diese Schwarzmagie-Kompanie. Die sind aber richtig gut. Ja, wir 17. Könnten ja auch ein paar mehr Lanzenträger theoretisch nehmen, ne? Was haben wir denn da eigentlich? Truppenvergleich. Ein paar Schwertkämpfer, auch ein paar andere. Komm, schauen wir mal. Was könnten wir denn sonst noch nehmen? Hammer sind eigentlich immer ganz okay, aber der ist nur Level 15. Die Sandstrandschwestern sind sehr gute Bogenschützen. Ich glaube, da nehmen wir auch mal diese Seifenblasenzauberer. Da haben wir hier so zwei Sonarkämpfer, zwei Fernkämpfer. Glaube ich jedenfalls. Vorbereitung, ich würde glaube ich einmal Einsatzmittel kaufen und mehr Lebenspunkte zur Sicherheit. Dann würde ich sagen, kann es losgehen. Dann beschützen wir hier mal die Roboter. Das ist ja ein bisschen was mit Star Wars hier gerade. Okay, die müssen wir beschützen. Ich hoffe, dass wir den hauen. Oder dass wir jetzt hier nicht niedergemäht werden. Roboter nach vorne. Oh, viele Hämmertruppen. Das heißt, wir werden viele Verluste haben. Wie das klingt. Das macht diesen Michi hier fertig. Oh, schnell die Truppen wieder aufladen. Attacke! Attacke! Hier mal dahin. Reißt die Hütte ab. Das lohnt sich nicht, das Ding aufzubauen, oder? Oh, was sind das denn jetzt hier für Leute? Echsenwürm. Oh, schnell. Bau, 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 bau. Danke. Schwerträger nach vorne. So, Schwerträger, mach dich fertig. Angreifen. Angreifen. Mach dich fertig. Lass sie nicht entkommen. Neue Einsatzmittel. Los geht's. Oh, Leute, rennt nicht so weit vor. Wir können euch nicht beschützen da hinten. Das lohnt sich alles gerade nicht, was wir da machen können. Da ist eine Kiste. Victory! Evan, ey. Oh, Dornolfs entdeckt. Ah, die würden nicht weiter marschieren, das ist gut. Dann können wir nämlich hier auch mal in Ruhe die ganzen Türme und alles zerstören hier. Los, haut kaputt. Oh, jetzt kämpfen die ja immer noch da hinten. Das ist ja fies hier. Jetzt greifen die doch schon an. Was seid ihr denn hier für Ärsche? Ist ja doch ein bisschen schwieriger hier. Dann mal die Hämmertruppen dahin packen. Dann hier diese blöde Kanone kaputt machen. Haben wir es geschafft? Ich glaube ja. Aber bleibt doch mal stehen, Leute. Ihr rennt mir immer zu weit vor. Also das finde ich manchmal ein bisschen komisch bei diesen Escort-Missionen, dass sie halt jedes Mal davor rennen. Man ist zum Teil auch gar nicht so weit. Bestimmt ein Hinterhalt, oder? Ach, das war's schon? Oh, Gott sei Dank. Went wrong there. We won! Hooray! Yay! Wir haben es geschafft, Leute. Gut, jetzt sind wir ja auch hier in Havanna angekommen. Die Lieferung ist jetzt auch da. Oh, sie dachten, das wäre die kürzeste Route, aber wir haben auch nicht damit gerechnet, dass es die gefährlichste ist. Ja, das stimmt wohl.
Ja gut, dann passt auf euch auf. Viel Erfolg dabei. Ja, da ist doch noch alles gut ausgegangen. Hier? Liegen hier eigentlich noch irgendwelche Sachen rum? Ich glaube, hier habe ich alles schon aufgenommen, ne? Genau. Das hatte ich schon alles abgegrast hier. Hier ist nichts weiter, bis auf dieser Leuchtturm. Aber da können wir ja irgendwie nichts machen. Bei der Vorstehinsel waren wir auch schon. Da hätten wir noch der Waldschrein, aber da würde ich heute nicht hingehen wollen. Ich frage, was wir jetzt noch machen. Ich glaube, wir hatten hier noch eine weitere Mission. Mit zum starken Roboter, ne? Genau, hier den Berserkerwächter und den Megapatrioten. Ich würde einfach mal hier den Berserkerwächter mal jagen wollen. Mal gucken, wo ist denn der? Njom. In der Wandelgrotte waren wir das schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, wir sind ja gleich da. So, wo muss ich denn hin hier? Ach, das ist hier wieder verbunden mit so einer Militärmission, wenn ich das richtig sehe. Da will ich auf jeden Fall vorher einmal speichern jetzt hier wollen, oder? Oder was ist das hier für eine Mission? Warte mal, möchte ich mal eben kurz speichern, dann gucken wir uns das mal an hier. Gehört das dazu? Nee, ne? Das ist was anderes. Level 30 Trupp-Level. Ich verstehe manchmal nicht, wie das gehen soll. Wir haben ja erst Level 17, das ist glaube ich das höchste, ne? Wie sollen die denn so schnell Level 30 werden, die Truppen? Bisschen überfragt hier. So, hier ist dann die Wandelgrotte, da waren wir auch noch nie drin. Das heißt, hier werden noch ein paar Leute auf uns warten wahrscheinlich. Ein paar Monsterchen. So, die haben wir alle besiegt. Das sind ja meistens eher harte Monster, ne? Dann würde ich hier, glaube ich, den Kampf-Equalizer nochmal ein bisschen einstellen. Drache brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Dann nehmen wir hier mal harte Monster und diese Feenmonster, die kommen ja hier scheinbar dann dran vor. Und die Blubbies, die können wir ja ganz schnell kaputt machen. Die sollten uns nicht aufhalten. So, hier haben wir noch was zu finden. Ein Stück Käse liegt hier in der Höhle. Höhlenkäse. Ganz neu jetzt. Im Handel, bei Penny. Bei Pennys Markt. So, hier noch Kiesestein. Hier wäre jetzt eine Weggabelung. Ich würde nach Möglichkeit erstmal in die anderen Bereiche gehen der Höhle. Und den dann zuletzt erledigen. Hier sind bestimmt noch ein paar Roboter. Ja, hier sind ganz viele. Ganz viele Kribbels tatsächlich. Na, ausweichen. I'm counting on you. Was? Pico Pico Pi? Pikachu, bist du's? All yours. Yeah, eine goldene Sphäre. Warum ist der jetzt unbesiegbar? Was können wir dagegen tun? Wir sollten nur warten, ne? Bis das dann weggeht. Stein. Da liegt auch noch was rum. Was haben wir hier Schönes? Noch ein Kieselstein. Na, gut. Eine spezielle Art von Garn oder Zwirn beziehungsweise. So, da ist der große Roboter. Dann würde ich, glaube ich, erstmal meine Truppe hier heilen, damit die auch wirklich dann
bei vollen Kräften sind. Da wird er wahrscheinlich ein bisschen stärker sein. So, Aroma und alles ist aufgefüllt. Sollen wir noch was essen? Haben wir da irgendwie was für? Wo ich hier gerade die Bonbons sehe und gerade noch Kieselsteine aufgenommen habe. Ich frage mich gerade, ob dieser komische Gnuffi, der da rumsteht, ob der irgendwann keine Bonbons mehr hat. Dass er dann, keine Ahnung, Millionär ist in Kieselstein. Der erste Kieselstein-Millionär. Und, ob der dann irgendwie, sag ich mal, zu erkennen gibt oder so, weil das ist ja kein normaler Mensch, glaube ich. Also, es ist ja kein richtiger Gnuffi, ne? So, hier ist der Roboter, Level 44. Dann machen wir den nochmal fertig hier, den Roboter. Hey! Genau, das ist der Roboter von dem Candy, oder... Ich glaube, Sandy wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Wovon die gesprochen haben, genau. Der ausgeflippte Berserker-Golem. Oh, Ziel erfasst, gemäß meinen Befehlen wird das Ziel vernichtet. Also der hat sogar wirklich einen Tötungsbefehl drin. Der Dämonenhauch hat auch selbst einen Roboter hier besiegt. Irgendwie. Let's go to work. Besessen damit. Das ist aber auch interessant. Das heißt, auch ein Dämonenhauch kann halt also auch Gegenstände irgendwie übernehmen, ne? I need your help. Aber wir kriegen den bisher ganz gut klein. Nicht noch. Ich bin schon tot, ne? Ah, shitte. Shitte. Sekunde zu spät. Ich wollte gerade die Heilung rausholen. Ach Mist. Jetzt hat er sich in diese Kugel verwandelt. Schnell zurück. Ah, wir kriegen den aber. So, dann haben wir ihn ja doch noch geschafft. Der war jetzt tatsächlich auch nicht ganz so stark. Oh, wir haben zwei Goldperlen gefunden. Ein Sturmtalisman. Und das war's dann. Mhm. Süße Geheimnisse. Warum süß? Wir haben einen Sophungus gefunden. Ich glaube, den kennen wir auch noch nicht. Also es gibt ja echt zigtausend Materialien, habe ich den Eindruck, ne? Bei so einem typischen Online-Rollenspiel, ne? Da gibt es Kupferstahl, der nachher noch irgendwie Platin, Mithril und 50 andere Arten von Metall. Keine Ahnung. Geschmiedestahl, ich weiß nicht was. Das ist schon ziemlich krass. So, da liegt noch ein bisschen mehr was rum. Diesmal ist es auch wieder ein Sophungus. Warum auch immer der so heißt. Aber ich denke, wenn wir dann gleich hier nach Mechbaum zurückgekehrt sind, haben wir, glaube ich, auch schon wieder zwei neue Talente dann, ne? Das dürfte ja eigentlich ganz cool sein. Und da liegt dann noch was rum. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Was ist das denn hier Schönes? Ein Ballen düstere Watte. Ich glaube, düstere Watte hier in dieser Höhle, ich glaube, die ist nicht mehr allzu trocken, dann ist ja alles feucht und nass. Das hier ist die Wandelgrotte. Okay. Kristallit. Oh nein, der hat mich gesehen. Tschüss. Ich biege mich jetzt einfach mal nach Mechpolis. Nein, nicht nach Minapolis, nach Mechbaum. Da wollte ich hin. Wo ist mein... Da. Schnell zurück. Abgehauen hier. Der kriegt mich nicht. Aber wenn die Monster da schon über Level 50 sind, sollten wir uns vielleicht ein bisschen ranhalten hier mit dem Level, ne? So weit sind wir noch gar nicht hier so richtig, ne? Wo wäre das denn jetzt alles? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach oben. Moment, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ebene 1b. Gehen wir da mal hin. Einmal bitte zu Ebene 1. Ja.
So, dann helfen wir hier mal der Geheimpolizei. Und der leerwerten Sandy. Ja, die haben davon schon mitbekommen. Oh, ich könnte heulen für Glück. Dass ich bloß von alleine bewegen konnte. Ich glaube, dieser Dämonenhauch, ne? Das ist aber auch interessant. Davis geht auch davon aus, dass eigentlich nur Personen und Monster davon betroffen sein können. Aber ja gut, wenn er mit Magie funktioniert, der Roboter, ja, dann kann das natürlich sein. Der Dämonenhauch ist ja nichts anderes als böse Magie dann. Ja, das würde hinhauen. Dass Maschinen dann da auch von betroffen sein können, die ja scheinbar ja auch mit Magie funktionieren. Nice. Ja, das könnte gefährlich werden. Yes. Even, ich meine, König Even. Wie wir sich uns anschließen, ne? Oh. Die hat gerade richtig Bock. Ah, die ist gut bei den Bergarbeitern. Können wir noch mit den beiden hier reden? Mein bester Freund ist Davis. Er ist tatkräftig, aber ein echter Idiot. Aber Katrina sieht auch ein bisschen so aus, ob die sich uns irgendwann anschließen würde, ne? Und ich glaube, die haben da so unter diesem hässlichen Mantel richtig coole Klamotten an. Könnte ich mir vorstellen. Yeah. MacRoms Polizei hat die Sicherheitsmaßnahmen gegen den Dämonenhauch aufs strengste überprüft. Das verdanken wir nur mir und den Lieben. Okay. Was haben wir denn hier noch? Wir hatten doch hier noch irgendeine Mission. Ich weiß jetzt noch nicht mal welche. Es sind zu viele. Genau, Paul, der war das. Wo sich ja hier diese Lieferung dann verzögert hat, ne? Der ist in welcher Ebene? Ebene 1. Warte mal, ist das diese Ebene? Ah ja, stimmt. Der steht ja hier vorne rum. Moin, Kollege. Was macht der Kampfroboter hier? Wir können sogar mit dem reden. Logistikroboter. Unsere Lieferung ist wohlbehalten angekommen. Wir danken dir für deine Hilfe. Ach, das ist dieser Logistikroboter. Mit einem Schwert ausgestattet. Okay, dass wir den hier auch mal sehen, ist ja witzig. Hi. Schwer beeindruckt, okay. Er will sich kurz fertig machen. Okay. Guckt gleich mit so Sack und Pack und schießt sich uns an, wa? Thanks. Okay, er bedankt sich bei uns. Er ist Paul vom und Außenhandelskaufmann, okay. Ah, der denkt aktuell über ein Auslandsstudium nach, deswegen wird er bestimmt zu uns kommen, ne? Ja, er will in unser Königreich kommen und eine Zeit lang bei uns arbeiten. Und er will sich auch dafür dann bei uns bedanken und das hilft ihm ja auch, wenn er Außenhandelskaufmann ist, ne? Da muss man ja auch die ausländischen Waren kennen. Würde ich mal so vermuten. Muss man ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Wir haben hier noch luftige Doppler, eine Pistole erhalten. Ah, der ist gut bei Basaren. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, den wir hier für die Basare nehmen können. Da habe ich mich ja vorher schon immer gefragt, was da los ist. Weil wir haben hier so viele Basare. Ich glaube 3 Stück und wir haben nur eine Person bisher dafür. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen komisch. Aber dann können wir den da ja gleich mal reinpacken. So, Paul muss in den Basar und Sandy kommt zu den Bergarbeitern. Und wir haben hier immer noch diese Fischmärkte. Wir haben immer noch niemanden dafür, ne? Genau, hier gemütlicher Bazar. Und da haben wir halt hier die Mizerike, glaube ich, hieß sie. Dann haben wir hier noch den ruhigen Bazar und den geselligen Bazar. Ich würde, glaube ich, mal den geselligen packen hier. Den erweitern wir dann auch gleich mal. Katsching.
Und wir müssen noch den einen dort dann in die Bergarbeiter packen. Oder zu den Bergarbeitern. Die eine, beziehungsweise. Hier haben wir eine Bergarbeiterstation. Hier und hier. Dann würden wir, glaube ich, die Sandy mal zu der Shanti packen. Dann würde ich den hier, glaube ich, gleich noch erweitern. Hat echt ein bisschen was von so einem Mobile-Game hier, ne? Wenn man das hier so verbessert. Rang 2, Rang 2. Welchen Rang hat das jetzt? Hier Rang 3. Dann könnten wir eigentlich mal überlegen. Ah, okay, können wir nicht erweitern. Okay. Und dann setze ich hier mit den Forschungen fertig. Mehr Erfahrungspunkte für die Talente, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Das können wir noch nicht, weil das noch nicht Rang 4 ist. Das kostet aber auch ganze 60.000 Kronen. Alright. Ich glaube, hier waren noch ein paar weitere Forschungen auch fertig, ne? Was machen wir denn heute nochmal zu Ende? Rüstung 4 haben wir jetzt vollständig erforscht, das ist doch schön. Magielabor haben wir nichts erforscht, hier das Meta-Labor läuft noch. Ah, das Dimensionslabor hat weitere Dinge erforscht. Traumschläger 1. Können wir das Ding hier erweitern? Mache ich jetzt einfach mal. Jetzt hat es ein paar weitere Türmchen alles bekommen. Traumwandler. Ah, hier steigt dann das Gefahrenniveau langsamer. Aber wir haben hier nicht das Talent Sterndeuter drin. Das wäre ja eigentlich hier für ihn, ne? Pudel. Weil ich glaube, Pudel ist gerade im Magielabor eingestellt, oder? Oder im Metalabor? Hier ist er. Ganz ehrlich. Den packen wir dann mal wieder hier rein, wo er eigentlich hingehört. Beziehungsweise wo sein Haupttalent liegt. Können wir auch weiter forschen. Nahezu göttlich, das haben wir noch nicht. Traumtänzer. Hier wird nicht geträumt. Du findest in Traumräumen mehr Gegenstände. Das würde ich machen. Das klingt gut. Klingt sehr effizient und schön. Das nautische Labor. Was können wir denn hier noch machen? Stealth-Modus und das Reisetempo. Stealth-Modus fände ich vielleicht irgendwie witzig. Da, wie viel Einfluss haben wir da eigentlich? Über 1 Million mittlerweile, ne? Wir haben noch keine einzige Person für diese Fischermärkte. Das kann doch auch nicht sein. Wächters Gnaden wirft mehr grüne, blaue und goldene Sphären zu. Ach, da müssen wir erst das Königreich erweitern. Aber hier haben wir noch was in der Knuffi-Küche. Ich glaube, das war das, dass halt die effizienter wurden, ne? Genau. 30.000, da brauchen wir aber jemanden mit dem Talent Naturnähe. Das haben wir hier gerade nicht. Haben wir hier irgendwas noch zum Verbessern? Nahkampfwaffen 4. Qualitätswaffen, Waffen und ihr Potenzial. Ja, komm, dann machen wir das hier auch noch. Katsching. Kasse auch nochmal leer. Wir hatten hier ein, zwei Talente, die wir leveln konnten. Henry zum Beispiel. Hey. Er ist jetzt auch ein Experte. Und Matthias, der ist auch jetzt weiter aufgestiegen. Vom Experte zum Meister. Das heißt, die können also zweimal leveln. Wodurch sie dann noch effizienter werden. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Wir haben heute wieder einiges geschafft. Auch wir uns heute eher mit so Nebenmissionen und so aufgehalten haben. Beim nächsten Mal weiß ich noch gar nicht, was wir dann so machen. Wir könnten vielleicht mal auch in die Wüste gehen, vielleicht auch mal diese Eisregion. Schauen wir dann mal. Und hier und da würde ich vielleicht mal versuchen, ein paar Nebenmissionen zu machen. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr da wart. Ciao, ciao und bis morgen.